So, nochmal eben zurück zu dem Mainboard hier. Ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden. Es hat mir ja keine Ruhe gelassen. Und ich konnte einfach nicht aufhören, drüber nachzudenken. Also, Folgendes habe ich schon gemacht. Alles wieder entkernt, alles abgeklemmt. Habe das Mainboard erstmal so, sage ich mal, gut angeguckt, ob irgendwo was kaputt sein könnte. Speicher nochmal kontrolliert, sauber gemacht. Da nochmal sauber gemacht. Einfach um die Kom Takte nochmal herzustellen und dann habe ich aber auch die CPU in den Finger gehabt. Und jetzt, ich werde den Lüfter, der ist nicht drauf, den kriege ich noch nicht ganz drauf, weil die Pinne gehen nicht ganz rein, weil ich erst das Board wieder abmachen muss. Und zwar, ich nehme den jetzt hoch, dann werdet ihr sehen, wie er da drauf gesessen hat. Tada! Ganz normal. Ist ja nichts Schlimmes, aber was fällt euch auf? Es fehlt die Wärmeleitpaste. Ich habe noch nicht geguckt, ob dieser Prozessor da überhaupt reinpasst, von der Kapazität und alles her. Und auch hier am Lüfter kein Tropfen Wärmeleitpaste. So, jetzt will ich natürlich hoffen, einerseits, dass der Chip in Ordnung ist, dass vielleicht deswegen das Board nur nicht gestartet hat, weil im Endeffekt die Temperatur zu hoch war, weil an sich schaltet sich das Board nämlich auch nach einer Zeit aus, das habe ich schon getestet. quasi, weil ich habe es ja 10.000 Mal an ausgemacht, war da ja selber bei, nach einer Zeit ging es aus. Ich habe das dann, nachdem ich das gesehen habe, einfach nochmal ohne Prozessor probiert. Ohne Prozessor läuft alles an, kein Problem, passiert auch nichts und das Board bleibt die ganze Zeit an. So. Jetzt sind natürlich zwei Möglichkeiten da. Entweder die CPU ist schon abgeraucht und im Endeffekt quasi beschädigt, oder der schaltet sich zum Glück ab, so wie er es ja an sich auch macht, und er braucht nur Wärmeleitpaste, die auch Kontakt zum Lüfter hat. Weil an sich, ihr seht ja, das ist wunderbar gearbeitet, der muss an sich wirklich ohne Kühlleitpaste schon ganz dran liegen, damit er kühlt. Weil an sich sorgt genau die Paste dafür, dass dieser Zwischenraum gefüllt wird und die Wärme natürlich durch die Paste abgeleitet wird in den Kühlkörper. So, ich werde mich darum kümmern, dass das Ganze mal wieder richtig gekühlt wird, indem ich da neue Leitpaste drauf mache, den Kühler wieder richtig verankere. Deswegen, die Möppel müssen wir da unten drunter. Hier. Das Problem ist, ich muss das Board erst nochmal abschrauben. Und dann werde ich mal gucken, ob das Board darauf anspricht. In der Zwischenzeit werde ich mal gucken, ich habe noch zwei, drei Prozessoren, ob die vom Mainboard passen. 1066er, wie da steht auf diesem Chip. 2,4 GHz und ein Intel Core 2 Quad. 2 Quad, also zwei Kerner, vier Kerner. Normalerweise würde ich sagen, vier Kerner. Ich informiere mich da mal im Internet. Ich gucke mich mal rum. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, das ganze Board möchte einfach nur nicht anspringen, weil die CPU theoretisch defekt ist. Also, lasst euch überraschen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, so wie ich es jetzt gerade hier getan habe, und hoffe, ihr werdet weiter am Ball bleiben. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Euer Dirk.